Im Rennwagen zur Arbeit, Golf im Pyjama, Tennis im Bus. Der Gameboy macht's möglich. Überall und jederzeit. Über 100 Spiele, Abenteuer, Action, Puzzles oder Sport. Gameboy von Nintendo. Ihre Belohnung fürs Erwachsenwerden. Einfach ausprobieren. Gameboy mit Spielen für Erwachsene. Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es war einmal von und mit eurem Dennis. Heute kommen wir zu einem Klassiker. Nach dem NES war es natürlich absehbar. Wir kommen zum Game Boy. Und den Game Boy, den habe ich leider nicht in der Originalausführung in Weiß, wie er früher kam. Oder dieses angegilbte Weiß, Grau, was auch immer das war. Ich habe ihn in der Crystal-Version, weil ich ja auch Modding betreibe und so, und dann sieht das natürlich viel, viel schöner aus. So sieht der hier aus. Die Knöpfe hier habe ich auch ausgetauscht. Die sind jetzt türkis. Und ich zeige euch mal jetzt im gemoddeten Zustand, wie das aussieht. Hier oben ist der Anmachknopf und dann, Moment, ich mache mal lieber ein Spiel rein. Eins meiner Lieblingsspiele von früher. Zack. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Sieht man da überhaupt was? Muss ich den Kontrast wieder besser einstellen, ne? So. Yeah, Mickey's Dangerous Chase. Ist schon eine geile Sache. Ich sehe gerade die Kamera, die kann sich auch das Rot nicht so richtig einstellen. Ja, auf jeden Fall, so sah der Gameboy aus. Früher war allerdings der Hintergrund, das wissen die meisten, die früher noch einen Gameboy hatten, wo ich liebe diesen Sound vom Gameboy einfach, ist dieses, ich muss mal hier das Licht ausmachen, mein Kopf ist knallrot. Die kennen das noch, das war dieses Grün mit diesen grauen Bauklötzchen-Grafiken, was allerdings nicht heißen soll, dass es deswegen Müll war. Nein, das war der erste... Das erste tragbare Gerät mit wechselbaren Modulen überhaupt, glaube ich, auf der Welt. Von Nintendo 1989 oder so was um den Dreh auf den Markt geworfen. Und ich weiß noch, ich habe früher jeden beneidet, der das Ding hatte. Es gab dieses Weihnachten damals, wo dann die Hälfte meiner Freunde einen Gameboy gekriegt hat und ich nicht, weil meine Eltern gesagt haben, nein, du spielst ja schon genug am C64er, wofür brauchst du das? Ja, lange Geschichte eigentlich, oder ja, ich mache sie mal etwas kürzer, wie ich zu meinem Gameboy gekommen bin. Ich habe dann angefangen, mein Taschengeld zu sparen. Das waren früher 5 D-Mark in der Woche. Das heißt 20 D-Mark im Monat. Und ich habe dazu noch angefangen, von der ganzen Verwandtschaft Autos und was weiß ich alles zu putzen. Dann habe ich immer 5 Mark gekriegt dafür, dass ich das Auto von innen und außen geputzt habe. Einmal von meinem Vater das, einmal von meiner Mutter das, dann von meinem Opa das, waren auch schon wieder 15 Euro. Von meiner Cousine habe ich das die Mofa geputzt, dafür habe ich 5 Euro gekriegt. Und ja, so hat sich das alles so zusammengesammelt, bis ich die damals legendären 159 D-Mark für den Gameboy zusammen mit Tetris und Linkkabel und Headset und so. Früher waren das noch richtige Sets, da konnte man loslegen und spielen. Nicht wie heute, dass kein Spiel bei so einer Konsole dabei ist. Bis ich das zusammen hatte und dann wollte meine Mutter tricky sein. Ich hatte das ganze Geld zusammen und habe ich erstmal gefragt, oh, fährst du mich hier zum Einkaufszentrum den Gameboy holen, EKZ? Nö, mache ich nicht. Und außerdem, weißt du, was mich richtig stolz machen würde? Ich so, nee, was denn? Wenn du das Geld, was du gespart hast, sparen würdest. Da bin ich nur lachend eine Etage höher in unserem Haus gegangen zu meinem Opa und habe ihn gefragt, Opa, fährst du mich ins EKZ? Ich musste aber den Gameboy holen. Und mein Opa hat natürlich sofort gedacht, ja klar, mache ich. Mein Opa war immer für mich da. Das ist schön. Ja, richtig geiles Kultspiel natürlich, was am Anfang dabei war. Tetris, das seht ihr hier im Hintergrund, läuft das schon die ganze Zeit. Klötzchen aneinander bauen, man muss eine Linie machen, damit das komplett wird. Ja, und was hatte der Gameboy damals alles? Der hatte hier noch dieses Kontrasträdchen. Damit konnte man den Kontrast einstellen, weil man hat ja keine Backlight-Beleuchtung gehabt, so wie ihr es jetzt hier gesehen habt. Also beleuchtet hat er früher nicht. Man war darauf angewiesen, im Sonnenlicht zu sitzen. Und das war immer besonders schön. Dann hat man nämlich da gesessen, hat versucht so, wie kommt denn jetzt die Sonne? Wie muss ich denn jetzt sitzen? Dann am besten noch in einem beschissenen Winkel, dass das Glas gespiegelt hat und dann konnte man nicht spielen. Also besser, das war so eher für Indoor, ne? So zu Hause, schöne Beleuchtung und dann spielen.
Deswegen der Kontrast. Da war natürlich für das Netzteil, beziehungsweise es gab so ein Echo-Pack, das konnte man dazu kaufen. Echo-Pack. Das wurde dann hier in der Seite angeschlossen. Hier das berüchtigte Link-Kabel. Es gab früher noch kein Wi-Fi oder LAN, deswegen musste man über ein Kabel die Gameboys miteinander verbinden. Am Anfang ging es nur mit zweien, später mit vieren, bei zum Beispiel F1 Race. Da steht auf dem Ding zwar Carsten drauf, ich weiß nicht warum, aber es steht auf diesem Modul drauf. Das Volumenrad natürlich für die Lautstärke. Und ich finde immer noch, dass der Gameboy-Sound wirklich legendär ist. Man kann ihn umbauen lassen, dann hat man so ein Modul und so, dann kann man da seine eigene Musik komponieren. Super geil. AB-Knopf, Start-Select-Knopf, Steuerkreuz natürlich. Und das Ganze musste man mit 4 Batterien betreiben. Hat allerdings relativ lang damals gehalten. Sehr überraschend, wenn man das jetzt mal mit dem Atari Lynx oder so vergleicht. Ich mache das hier mal raus. Mal gucken, FIFA 97 habe ich sogar. So sahen übrigens die Module aus, habe ich ja gerade schon mal reingezeigt. Ein bisschen sperrig. Ich habe hier eine riesen Sammlung von Gameboy-Spielen. Und natürlich, was man hervorheben muss, ist Pokémon. DuckTales. Na, das Modul eher nicht. Power Rangers, Super RC Pro M. Super geile Sachen. Prehistoric Man habe ich hier auch noch. Ich habe Battletoads zweimal. Ah, nee. Einmal habe ich Battletoads in Ragnarok's World und einmal das normale Battletoads. Sieh mal einer an, aber Mickey's Dangerous Chase habe ich zweimal. Und hier, das war auch einer der Starttitel, Burai Fighter. Burai Fighter, richtig geiles Game. Ich finde es nur schade. Ach, scheiße. Ja, das ist natürlich die Kontakte, die werden mit der Zeit, das kennt ihr ja mittlerweile auch aus anderen Videos, die werden ein bisschen oxidiert. So, ne? Ne, will er nicht. Naja, aber auch natürlich ein Spiel, das habe ich glaube ich auch Let's Played, was erwähnt werden muss, ist DuckTales. Also DuckTales ist ein Kultspiel. Manchmal reicht es auch, wenn man da kein Alkohol drauf hat, sondern ein paar Mal das Modul rein und raus zieht. Aber, ne, will er auch nicht. Welches Spiel hatte ich denn vorhin hier drin? Ich bin mir gar nicht sicher. Ansonsten muss ich wieder mit Alkohol ran, anders geht es dann leider nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das hier gemacht habe mit der Hintergrundbeleuchtung, dann, ich habe ein Video irgendwo bei Tutorials, bei meinen Moddings in der Playlist. Da könnt ihr euch das angucken, wo ihr das bestellen könnt, wie ihr das machen könnt. Ach, irgendwie will er nicht. Das ist ja wieder typisch. Ja. Mittlerweile gibt es überall im Netz, das unterstütze ich zwar nicht, aber für die Leute, die noch nie einen Gameboy gesehen haben, die können sich das dann mal angucken. Und zwar gibt es da genügend Emulatoren, ROMs runterladen. Aber ich bitte euch, wenn ihr euch ROMs und Emulator runterladet, holt euch auch bitte vorher nochmal das Original oder holt euch wenigstens danach das Original. Und natürlich habt bitte das Originalspiel. Ich unterstütze ja keine Raubkopien, aber da kann man eine Menge Spaß mit haben, auch heute noch. Wenn man schon allein an die ganzen Pokémon-Spiele denkt. Pokémon Silber, Pokémon Gold, Pokémon Rot, da ist das irgendwie weg. Das Cover. Ich habe hier so viele verschiedene Pokémons rumfliegen und die machen auch noch heute Spaß. Okay, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Schreibt es doch in die Kommentare, ob euch es euch gefallen hat oder was man verbessern oder verschlechtern könnte. Ansonsten hier noch ein kleiner Werbespot für euch. Dankeschön, euer Dennis. Wasn't humanly possible, but now you can have all the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game, Tetris. And for head-to-head competition, use the revolutionary Video Link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power.